Wie kann ich mich nur befreien von all dem Zeugs, was ich so den ganzen Tag aufnehme, was ich aber eigentlich gar nicht haben will? Es kommt häufig als Frage in den Gruppentherapien. Bist du interessiert? Willkommen im Podcast am Lagerfeuer der Herzen, dein Podcast, um dich in dieser Zeit der Transformation zu zentrieren, zu weiten, zu wärmen und dich zu verbinden zu einer gemeinsamen Vision einer Welt, die heilt. Mein Name ist Alexandra Kleberg vom Collective Healing Institut der Lebensschule für Selbstheilung und Potenzialentfaltung. Weitere Informationen über all meine Angebote findest du unter www.collectivehealing.com. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich auch sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst, damit wir immer mehr werden, die aus der Mitte des Herzens Zukunft gestalten. Wie kann ich mich nur befreien von all dem Zeugs, was ich so den ganzen Tag aufnehme, was ich aber eigentlich gar nicht haben will? Eine Antwort auf diese Frage bildet unser Wissen über Psychohygiene. Was ist Psychohygiene? Psychohygiene ist der Prozess der Aufrechterhaltung und Verbesserung unserer psychischen Gesundheit und unseres Wohlbefindens. Psychohygiene ist eine Maßnahme der Selbstfürsorge, um psychischen Stress und Belastungen zu reduzieren oder auch vorzubeugen und um einen Umgang zu finden mit Ängsten, Depressionen oder auch Burnout. Psychohygiene kann ganz verschiedene Methoden umfassen, wie zum Beispiel Entspannungsübungen, Achtsamkeitsübungen, Verfahren aus dem Stressmanagement, soziale Übungen, körperliche Aktivität und vor allen Dingen auch ein guter Rhythmus für unseren Schlaf. All diese Maßnahmen können dazu beitragen, den psychischen Stress zu reduzieren, das Selbstwertgefühl zu stärken, die Resilienz zu verbessern und ein ganz allgemeines Gefühl für unser Wohlbefinden zu fördern. Psychohygiene ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Gesundheitsvorsorge und vor allen Dingen der Gesundheitsfürsorge. Du kannst sie am besten am Abend praktizieren, um den Tag abzuschließen, um keine unangenehmen Gefühle oder Spannungen oder irgendein Grummeln im Magen oder merkwürdige Gedanken zu erlösen und um dann wirklich frei und tief einzuschlafen. Meine Gruppen haben sich eine ganz besondere Übung der Psychohygiene gewünscht. Lass dich überraschen. Wenn du gerade mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß unterwegs bist, dann such dir bitte einen lauschigen Platz zum Innehalten. Du weißt ja, entspannen darfst du dich immer dann, wenn du eigentlich meinst, keine Zeit dafür zu haben. Nimm dir also jetzt bitte Zeit für dich. Ich schließe meine Augenlider und richte meine liebevolle Aufmerksamkeit auf mein Herz, denn genau dort ist der Ort meiner Wahrhaftigkeit und all meiner Liebe. Dort
in der Mitte meines Herzens, im goldenen Licht meiner Herzliebe, sehe ich etwas funkeln. Und ich sehe Gold in Gold, meine Krone, das Symbol meiner Aufrichtigkeit und meiner Würde. Und ich nehme die Krone aus der Mitte meiner Herzliebe und setze sie auf mein Haupt, bis sich die ganze Wirbelsäule reckt und streckt und die Krone schwingend balanciert, wie ein Seehund den Ball auf der Nase, bis ich weiß und spür und fühl, ich bin die Würde, ich bin die Aufrichtigkeit. Links und rechts der Wirbelsäule spüre ich ein Prickeln und Sprudeln und Bitzeln. Dort wachsen meine Flügel. Das können Adlerschwingen sein oder feine Schmetterlingsflügel. Ich entscheide selbst, welches Bild mir gut tut, welches Bild mir hilft, meinen Brustraum zu öffnen für die Freiheit des Lebens. Und schon beginne ich mit den Flügeln zu flattern. Schon schwinge ich mich auf, aus diesem Raum heraus, aus diesem Ort heraus und fliege immer weiter und freier und leichter. Lasse ich den Alltag hinter und unter mir, immer weiter und freier und leichter heb ich ab in den azurblauen Himmel, gesprenkelt mit Sonnengold. Der Aufwind trägt mich und hebt mich. Und ich fliege über Berge und Schluchten, über Hügel und Täler, über Wälder und Felder, über Wiesen und Auen, bis ich einen Fluss sehe, der sich lieblich in der Landschaft kräuselt. Und ich folge dem Kräuseln, den Schwingungen des Flusses auf seinem Weg zum Meer. Mit jedem Flügelschlag immer weiter und freier und leichter, immer erhabener, folge ich dem Fluss bis zum Meer. Das Meer, ja, ich kann es riechen.
die klare Stimmung spüren. Und dort, wo der Fluss sich ergießt in die Weite des Meeres, ist neben dem Delta eine heimelige Bucht. Dort lande ich in feinem Sand. Ich schaue in die Weite des Meeres und öffne mich für Grenzenlosigkeit, für schäumende Weite. Aus diesem Meer kommt alles Leben. Dort haben sich vor Milliarden Jahren die ersten Zellen entwickelt, ein Tropfen, der ein Teil des Meeres umarmte. Eine schwingende Perle, die sich vermehrte. Und auf ihrem weiten Weg durch die Jahrmillionen führte bis zu mir. Ja, mein ganzer Körper ist ein Meer, in dem Billionen von Zellen schwingen, so wie damals im Urmeer. Und so lege ich all meine Kleider ab und die damit verbundenen gesellschaftlichen Rollen, die viel zu eng gewordene Korsetts. Ja, ich befreie mich von Normen, die mich formen. Von Glaubenssätzen und Gesetzen. Ich leg alles ab, was nicht meine reine Essenz ist. Hülle für Hülle für Hülle. Dann gehe ich zum Meer und bade meine Füße in den Wellen, die eine ganz angenehme Temperatur und Weichheit haben. Die erste Welle kommt, durchspült die Füße und auf ihrem Rückweg ins Meer nimmt sie alle Starre, alle Enge, alle Stränge aus den Füßen und allen Gelenken dort fort. Ich gehe weiter ins Meer und die nächste Welle kommt und durchspült die Beine, alle Knochen, alle Fasern, alle Gelenke und auf ihrem Rückweg ins Meer nimmt sie auch dort alle Schlacken, alle Starre, alle Blockaden fort und löst sie auf in den Weiten des Meeres. Ich gehe weiter ins Meer und die nächste Welle kommt und durchspült alle inneren Organe. Und auf ihrem Rückweg ins Meer nimmt sie auch dort alle Schlacken, alle Gifte, alle Starre, alle Ablagerungen fort und löst sie auf in den Weiten des Meeres.
Ich gehe weiter ins Meer und die nächste Welle durchspült all die Bereiche in meinem Körper. Die Frische, die Freiheit, die Lebendigkeit brauchen, die brauchen wieder angeschlossen zu sein an das große Ganze, was ich bin. Und die nächste Welle kommt und hebt mich und trägt mich und wiegt mich ganz schwerelos in den wiegenden Armen von Mutter Meer. Wie ein kleines Kind werde ich getragen, gehalten, gewiegt und geliebt. Und voller Vertrauen öffne ich alle Poren wie Tore und lass das Meer durch mich fluten, durch Füße und Beine, Rumpf, Schultern, Arme und Hände. Ich lasse es mich durchspülen, beleben mit schäumender Lebendigkeit, bis alles fortgewaschen ist, was nicht die wahre Essenz meines Seins ist. Ja, ich lasse mich reinigen, klären, lebendig, schäumend nähren von Mutter Meer. Immer weiter und weiter und weiter öffne ich mich, bis ich selbst mich auflöse und eintauche in die Weite des Meeres, in diese schäumende Lebendigkeit, die ich bin. Bis ich weiß und spüre und fühle und bin die Reinheit, die Klarheit, die schäumende Lebendigkeit. Und das Wiegenlied von einer Balance in die nächste.
Und ich genieße dieses Eintauchen in die Kraft, in die schäumende Lebendigkeit von Mutter Meer. Welle auf, Welle auf, Welle. Atme ich ein und aus im Rhythmus der Wellen. Von einer Balance in die nächste. Aus dieser schäumenden Lebendigkeit, aus dieser Grenzenlosigkeit, aus dieser schwingenden Kraft erschaffe ich wie ein Künstler, wie eine Künstlerin meine neue Gestalt, Schaum, geboren mit schwingenden Füßen. Mit beweglichen Beinen. Mit einem Unterleib schwingender Liebe. Und einer würdevollen Aufrichtigkeit. Mit Organen im Rumpf, die im Rhythmus der Wellen singen, mit Schultern wie Flügel und zärtlichen Armen und Händen. Mit einer aufrechten, aufrichtigen Gestalt. Mit Augen, aus denen die Seele blitzt, mit feingespitzten Ohren und einem sinnlich geöffneten Mund, der das Leben genießt. Und mit der nächsten Wellen schwinge ich hinein in diese Neuschöpfung meiner selbst und tanze auf den Wellen meines Lebens, beschwingt und leicht von einer Balance in die nächste. Schwingend, lebendig. Auf jeder Welle tanzend und zurückschwingend von einer Balance in die nächste. Und dann tauche ich selbst in die Wellen und schwimme zurück an Land.
und ich entsteige den Fluten. Wie eine Göttin des Lichts, wie ein Gott des Lichts. Die Haltung aufrecht, der ganze Gang beweglich. Jede Zelle gereinigt und schäumend voller Lebensenergie. Aus den Augen blickt die Liebe. Und ich schaue zurück aufs Meer. Dort, wo gerade die Sonne eines neuen Lebens erwacht. Und jede Schaumkrone bricht das Licht in die tausend Farben des Regenbogens. Der ganze Körper schäumend lebendig, gereinigt, frisch und frei. Die Krone funkelt und die Flügel der Freiheit flattern, bis ich weiß und spür und fühl. Ich bin die Würde, ich bin die Freiheit, ich bin diese schäumende, bitzelnde Kraft, die gerade jetzt meine heilsame Gegenwart und Zukunft erschafft. Ich schicke all meine Dankbarkeit zu all meinen Zellen. In den Füßen, in den Beinen, in den Rumpf, Schultern, Armen und Händen. Ich schicke sie zu all den neuen Gedanken, die jetzt funkeln. Zu allen erhabenen Gefühlen, die sich gerade jetzt ausbreiten. Wofür auch immer ich danken möchte, das tue ich im Stillen jetzt. Mit dem ersten Gong schicke ich meine Dankbarkeit, meine Wertschätzung um mich herum zu allen Menschen in meinem Umfeld. Mit dem zweiten Gong schicke ich meine Dankbarkeit und meine Wertschätzung zu allem, was lebt und webt auf dieser Erde. Und beim dritten Gong reck und strecke ich mich und öffne meine Augenlider. Schicke dir all meine Herzenswünsche, mögest du dich geliebt und beschenkt fühlen von der tiefen Weisheit, die in dir wohnt. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast teilst und abonnierst, denn wir brauchen viele, die durch die Tür im Innen gehen. Meine Vision ist eine Welt, die heilt. Bist du mit dabei? Ich freue mich auf dich, Alexandra.